einer zahlt und viele schauen. Wie man bei Netflix, Spotify und Co. einen Account teilt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jetzt wurde ein Tool entwickelt, das Sharing in Zukunft verhindern soll. Ob für den Serienmarathon bei Netflix oder das neue Album der Lieblingsband bei Spotify, ohne Streaming geht heutzutage nichts mehr. Doch nicht jeder, der die Portale benutzt, zahlt auch dafür. Laut Analysten des Marktforschungsunternehmens Magid gibt jeder dritte Nutzer unter 21 Jahren sein Passwort unerlaubt an andere Personen weiter, die den Account dann kostenlos mitbenutzen. Um dem entgegenzuwirken, entwickelte die britische Firma Synamedia jetzt ein neues Tool mit dem Namen Credentials Sharing (CGHT). Diesen künstlich intelligenten Algorithmus stellte das Unternehmen auf der diesjährigen CES-Messe in Las Vegas vor. Das Tool soll in Zukunft analysieren, ob ein Konto illegal von mehreren Usern benutzt wird. Das Streaming-Verhalten der weltweiten Nutzer habe sich in den letzten Jahren stark verändert, sagt Synamedia CTO Jan Makrazine gegenüber dem amerikanischen Technikportal TVG. Daher war die Entwicklung einer dazu lernenden künstlichen Intelligenz notwendig, um nicht ständig manuelle Änderungen vornehmen zu müssen. Das Tool wird zukünftig die Daten der Streaming-Portal-Nutzer nach bestimmten Mustern durchsuchen, die für ein gemeinsam genutztes Konto sprechen. Dabei identifiziert DIG den Zugriffsort, die Nutzungszeit, die Art der Inhalte und die jeweiligen Geräte. Razine nannte als verdächtiges Beispiel einen Abonnenten, der zur gleichen Zeit an der Ost- und an der Westküste der USA Inhalte streame. Mit diesen Informationen lässt sich dann darauf schließen, ob ein Account von mehreren Personen verwendet wird. Nicht nur Netflix, auch Apple Music, Amazon Prime Video und Spotify könnten in Zukunft das Tool nutzen und so geteilte Accounts aussortieren. Bisher scheiterten die Methoden der Film-Serien- und Musikstreaming-Anbieter, mit denen sie das Profil-Sharing unterbinden wollten. Während Spotify-Nutzer immerhin dieselbe Adresse benötigten, mussten die Nutzer bei Apple Music nur aus demselben Land kommen,